Voll die traurige Quest. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Main Quest. Mal einige normale Quests gemacht, jetzt machen wir noch Main Quest. Aufträge. Schatten der Mine. Sind wirklich so viele Nebenquests. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Expelliarmus, Bombarda, Glacio! Protego! Einfach mal random komplett ausgerastet. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich weiß jetzt, was mir an diesem Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir stürmen. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Let's go. Nach dir. Let's go. Einfach reinstürmen und was haben. Da vorne sind sie. Geh du voran. Okay. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viele. Hätte noch ein paar Tränke brauchen sollen. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Akio! Ich werde nicht ruhen! Bis Expelliarmus! Warum ziehst du es unnötig in die Leben? Bombarda! Expelliarmus! Wirklich! Protego! Conatio! Akio! Findo! Expelliarmus! Was wirft er mich? Mit irgendeinem Quatsch wirft er mich. Wir sind schon mächtig. Wir sind jetzt schon gerade echt stark. Wir haben noch keine unverzeihlichen Flüche. Revelio. Ranrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. So. Revelio. Das läuft auf jeden Fall. Leute, das welchem Haus seid ihr beigetreten? Wir sind ein gutes Team. Stimmt mal gerne ab in dem Chat. Oder habt ihr schon die ganze Storyline durch? Oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Bombarda! Glacio! Levioso!
Schlagen wir zu durch, das ist aber logisch. Bombarda! Nicht besonders gut, Defindo! Da bist du, Lexilian! Damit kommst du nicht davon! Also kämpfen mit so vielen Gegnern macht so Bock. Ich werde dich ruhen, bis du tot bist. Defindo ist auch sehr stark. Das war's mit dem Spaß. Defindo ist auch sehr stark. Relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Auf Verbrennen 3. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir dann hinterher auf unsere Ausrüstung machen. Denn da kann man den einen oder anderen Zauberspruch noch verbessern mit unserer Ausrüstung. Mir ist gerade was aufgefallen. Warte mal, kann ich hier nochmal ins Menü? Rente. Ich habe hier noch einen Bombarda. Eine Bombarda-Verbesserung. Expelliarmus. Wo war das mit Bombarda? Da Dingsbums, Stupor, nö. Da. Bombarda-Treffer lösen starke Explosion mit einem gewaltigen Wirkungsbereich aus. Den machen wir. Treffer mit Verwandlung, das ist auch nicht schlecht, ne? So, was haben wir hier noch? Einsätze von Defindo schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So ein Schwert habe ich noch nie gesehen. Eigentlich ist das hier gar nicht so geil, ne? Das ist ziemlich geil. So, Bombarda. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und das auch. Das ist auch ziemlich nice, oder? Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Defindo! Nervioso! Potato! Reagiert, du ein Feind! Defindo! Expelliarmus! Okay. Wenn ich die verwandle, sind die komplett down? Defindo! Nicht unbedingt. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Dann wollen wir mal hier den... keine Kobolde in den Netzen. Den Kobolden auf jeden Fall mal... Oh, nicht schon wieder Spinnen. Warum immer Spinnen? Du wirst bereuen, hier zu sein. Protego! Contringo! Wir es hinter uns. Besonders gut zurückzukommen. Gefinde! Findest du das los, Jesu? Wie geht es? Manchmal verliere ich ein bisschen den Überblick bei so vielen Gegnern. Aber es macht auch am meisten Spaß. Ich werde dich tun, bis du tot bist. Ich werde mich umrechnen. Contringo! Ah, jetzt macht er wohl mega Spaß.
Einfach nur mega Bock. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. So. Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Lazio! Bombarde! Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja. Wir nehmen die Kiste da hinten. Nehmen Galium wie die Losa. Da hoch. Und dann springen. Wenn wir nichts anderes verpasst haben hier in der Höhle. Doch da. Und unten. Wie komme ich da runter? Unter mir. Vielleicht kommen wir da generell noch hin. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Revelio. Da hat Unrecht, ne? So. Das Problem ist, wenn wir da drüber springen. Wenn wir da runter springen, weiß ich nicht, ob wir nochmal hochkommen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Hier kann man auf jeden Fall runter. Hätte eine Treppe bestehen sollen. Okay, wir werden eh hier runtergegangen. Sehr gut. Das ist einfach der geilste. Ohne Witz, das ist optisch der geilste Zauber. Bombarda. Oder der coolste Zauber. Sagen wir mal coolster Zauber. Lazio, Accio. Revelio. Lazio. Bombarda. Ich sammle aber auch nur Scheiß ein, ne? Also ich habe, glaube ich, jetzt einen Gegenstand hier in der Höhle gehabt, der besser war. Der Rest, alles nur Rotz. Alles zum Verkaufen. Revelio. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann dir sagen, was die Schwäche von diesen Spinnen da ist. Ich. Die Welt hat eine Spinne verloren. Revelio. Ich werde ruhiger schlafen. Gold nehmen, wie. Wirklich so viel Gold mitnehmen, wie es nur geht. Gold brauchen wir. Ganz, ganz viel. Mega Powertrank, das ist schon mal nett. Fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat, Renrocks Anhänger da haben müssen wir hin. Den Krieg erklärt. Bombarda. Komm ich da oben an die Truhe? So ohne weiteres. Ah. Oh. Lumos. Lumos. Sammlung aktualisiert. Bombarda! Expelliarmus, Lumos. Lumos.
Okay, hier ist eine geile Kiste. Komm, lass was Geiles drin sein. Irgendwas Legendäres zumindest. Lumos. Rebellion. So, die Kiste, da haben wir. Lumos. Ansonsten sieht's ganz gut aus. Weiter geht's. Rebellion. Da einfrieren und dann platzen lassen. Das ist schon eine üble Kombi. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Oh, warum bin ich nicht überrascht? Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? Akio! Kendo! Kampada! Kendo! Protego! Kendo! Wie bringen wir es hinter uns? So. Protego! Gegner in höheren Stufen sind schwerer zu besiegen. Das ist doch meine Erkenntnis. Gott sei Dank hat das Spiel mich darauf gebracht. Oh nein, nicht mehr. Eine Riesenspinne. Akio. Lazio. Bingo ist mega stark. Meldet mal hier eine Alraune oder so. Die Alraunen. Das ist auch mega stark, ne? Hier haben wir aufgeräumt. Du bist nicht übel. Für ein Slytherin. Ah, und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff-Treue. Revelio. Okay. Wir haben es überlebt. Sehr gut. Lazio, Bombard. Revelio. Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Lazio! Pompada! Ja, es gibt wieder drei Stück. Eins, zwei. Wo ist der dritte? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.
Leviosa. So, eins. Ah, hier oben ist es. Bombarda. Lazio. Bombarda. Wir sollten diese Spinnennetze beseitigen. Sie sind irgendwie immer im Weg. Lazio. Bombarda. Unerwartet. Geklappt, oder? Ja. Lazio, Pompada. Lazio, Pompada. Revelio. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Großartig. Trotzdem, was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Wo ist er denn? Wo ist denn Sebastian? Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Zurück nach Hogwarts. Der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Na super. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Lodgok. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh... Ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Okay. Aber da war unser erster Ehestreit. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Okay. Das war's auf jeden Fall von diesem Stream. Ich bedanke mich für alle beim Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream. Morgen 5:30 bis 7 Uhr. Wie die ganze Woche auch. Ich freue mich auf euch. Habt einen wunderschönen Wochenstart, einen wunderschönen Montag. Und